So first, thanks a lot for. Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Für mich ist das hier sehr interessant, ganz anders als das, was ich normalerweise als Wissenschaftler erlebe. Auf dem Flug hierher habe ich versucht, mich zu erinnern, wann ich zuletzt in Österreich war. In Linz war ich überhaupt noch nie. Und vor etwa 10 Jahren war ich bei einer Konferenz in Wien. Da habe ich, glaube ich, 5 Tage verbracht. Und ich habe versucht, mich zu erinnern. Woran kann ich mich denn erinnern? Ich habe mich an das Schnitzel erinnern. Ja, ich habe Wiener Schnitzel gegessen, mit Zitronensaft darüber geträufelt. Und dann vergisst man natürlich auch nicht die jungen Leute, die auf der Straße herumstehen in historischen Kostümen und versuchen, einem Konzertkarten zu verkaufen. Dann war ich in einem mindestens mehrere hundert Jahre alten Kaffeehaus. Das Interessante ist, wenn man vom Gedächtnis spricht, wenn ich Ihnen da mehr erzählen sollte über meine 5 Tage in Wien, ich könnte nicht, denn ich kann mich einfach nicht erinnern. Selbst wenn ich ein Jahr lang darüber nachdenken würde, was damals in Wien passiert, da würde mir vielleicht noch das eine oder andere einfallen, aber sicher nicht viel. In einer halben Minute kann ich Ihnen sagen, was mir von 5 Tagen in Wien im Gedächtnis geblieben ist. Und schließlich hat jeder Tag 24 Stunden, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Das ist doch interessant. Wir erinnern uns nur an ganz wenig. Und dann noch etwas Interessantes. Wir erinnern uns an Konzepte. Ich erinnere mich an ein Kaffeehaus. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß nur, es war ein Kaffeehaus. Ich weiß, dass ich Schnitzel gegessen habe, aber ich habe keine Ahnung, wo das war. Ich erinnere mich nicht an die Umstände, nur an das Konzept Schnitzel. In der Neurowissenschaft, ich bin ja Neurowissenschaftler, versuchen wir zu verstehen, wie die Prozesse an sich funktionieren. Wie erinnern wir uns, wie sehen wir, wie treffen wir Entscheidungen und wir wollen wissen, wie die Neuronen im Gehirn, Populationen von Neuronen im Hirn zusammenzuarbeiten, damit diese Prozesse abläufen. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ich will über jemanden sprechen, über einen ganz, ganz außergewöhnlichen Denker des letzten Jahrhunderts, Jorge Luis Borges, ein argentinischer Schriftsteller. Sollten Sie noch nie von ihm gehört haben, kann ich Ihnen kurz was erzählen. Ich bin natürlich subjektiv. Ich glaube, er war der beste spanisch schreibende Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Die meisten Literaturkritiker stimmen darin überein. Er hat auf ganz besondere Art und Weise geschrieben, nie einen Roman, er hat nur Essays geschrieben, er hat Kommentare zu anderen Büchern geschrieben und Kurzgeschichten, 10, 20 Seiten lang. Sehr interessant, vom ersten Satz an wird man da gefesselt. Und über Borges ist auch festzuhalten, dass seine Geschichten immer zum Nachdenken anregen. Da ist sehr, sehr viel zum Nachdenken drin. 1941 hat er eine Kurzgeschichte geschrieben, die viel zu tun hat mit diesem Festival. Die wurde in der Zeitschrift La Nación, einer Zeitschrift in Argentinien, veröffentlicht. Irgendwo in der Mitte der Zeitschrift Funes und andere Fälle eines ungewöhnlichen Gedächtnisses. Es ging hier um einen Mann, der einfach nicht vergessen konnte. Er hat sich an alles erinnert. Total Recall. Nichts hat er je vergessen können. Und Borges erzählt die Geschichte. Dieser Mann, Eugenio Funes, ein Cowboy könnte man ihn nennen, aus der Pampas. Er ist eines Tages vom Pferd gefallen, hat sich den Kopf angeschlagen
Und er stand wieder auf, mit dem Fluch oder dem Talent, sich an alles erinnern zu können. Im Vergleich zu meinen Erinnerungen an Wien, Borges hat versucht, sich an einen Tag zu erinnern, und das hat genau einen Tag gedauert, denn er hat jeden Moment in Erinnerung gehabt. Bei einem Baum, den er einmal gesehen hatte, konnte er alles darüber sagen, von jedem einzelnen Blatt und jedem einzelnen Zweig, denn er hat sich an alles erinnert. Nun lesen wir doch ein paar Sätze, die uns vermitteln sollen, was heißt es, wie Funes zu sein? Wir sehen drei Tassen, die auf einem Tisch stehen. Funes würde alles sehen. Er würde sich an jede Einzelheit erinnern. Also an jedes Detail erinnert er sich. Nun, am Ende der Geschichte befindet er sich in einem kleinen Raum im Dunkeln, und Borges kam zu einer brillanten Schlussfolgerung. Funes sagt: Ich allein hatte mehr Erinnerungen, als alle Menschen je gehabt haben, seit es die Welt gibt. Meine Erinnerung ist wie ein Abfalleimer. Und ich glaube, das ist wirklich brillant. Borges hat es sehr klar zum Ausdruck gebracht. Alles, sich an alles zu erinnern, kann nicht gut sein. Natürlich würde ich mich gerne an mehr von dem erinnern, was ich in Wien erlebt habe. Ich möchte auch mich mehr an meine Kindheit erinnern können. Aber wenn man sich an zu viel erinnert, ist das wahrscheinlich auch nicht gut. Das führt zum Extremfall, wie bei Funes. Vor 3 oder 4 Jahren hat mich das fasziniert, und ich habe mir gedacht, das ist wirklich brillant. Wie ist denn Borges überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass, wenn man sich an zu viel erinnert, man sich der Welt und dem Leben entfremdet fühlt? Und ich habe versucht, der Sache nachzugehen. Was wusste denn Borges über Neurowissenschaft und über Gedächtnis? Und das Erste ist bereits in der Geschichte von Funes festgehalten. Borges bezieht sich hier auf die erste Enzyklopädie, die Naturalis Historiae von Plinius dem Älteren, entstand etwa zur Zeit, als Christus gelebt hat. Und darin war alles festgehalten, was man über das Römische Reich wusste. Ein Kapitel über die Landwirtschaft, über die Kriege, über die Geografie, über die Wirtschaft. Im Kapitel 24 des siebten Buches, hat Plinius Fälle von außergewöhnlichem Gedächtnis beschrieben. Er bezog sich auf König Cyrus aus Persien, der sich an die Namen aller Soldaten erinnern konnte. Dann wurde von jemandem berichtet, der die 22 Sprachen seines Königreiches sprechen konnte. Und dann von jemandem, der ein Buch aufsagen konnte aus dem Gedächtnis, als hätte er es vor sich. Borges liebte Enzyklopädien. Er hat in seiner persönlichen Bibliothek mehrere Ausgaben dieser Naturalis Historiae. Also er beschäftigte sich mit Menschen, die ein außergewöhnliches Gedächtnis hatten. Aber man muss sich fragen, konnte König Cyrus von Persien wirklich den Namen eines jeden Soldaten seiner Armee kennen? Vielleicht war das eine Übertreibung, vor allem wenn man andere Kapitel der Naturalis Historiae liest. Da geht es um das Sehen, und da wird ein Mann erwähnt, der die Ilias mit so kleiner Schrift schreiben konnte, dass man das gesamte Buch in einer Nussschale unterbringen konnte.
Aber gibt es wissenschaftliche Fälle? Gab es Menschen mit außergewöhnlichem Gedächtnis, mit Total Recall? Nun, Plinius, das können wir nicht unbedingt sehr ernst nehmen, aber da gibt es jemand anderen. Das war Solomon Jaroszewski, ein Psychologe in Russland. Jaroszewski. Und dann Alexander Luria. Er war ebenfalls Psychologe und er hatte gerade sein Studium abgeschlossen und da kam dann Jaroszewski zu ihm. Und Luria hat gefragt, was ist das Problem? Und Jaroszewski hat gesagt, ich kann nichts vergessen. Luria war jung, er hatte gerade erst sein Studium abgeschlossen und hat sich gesagt, na, was ist das für eine sonderbare Geschichte? Und Luria hat gesagt, gut, er schrieb eine Liste von 30 Zahlen auf und er hat ihm die vorgelegt und gesagt, schauen Sie sich die an. Jaroszewski hat die Zahlen sich angesehen einen Augenblick und dann konnte er sie aufsagen. Dann 50 Zahlen, Jaroszewski hat sie sich angesehen, konnte sie aufsagen. 70 Zahlen. Und das stammt aus einem Buch von Luria, in dem dieser Fall beschrieben wird. Also der konnte jede Zahlenreihe vorwärts und rückwärts aufsehen. Er hatte ein absolut fotografisches Gedächtnis. Er konnte diese Liste einfach nicht vergessen. Es wird aber noch interessanter. Luria hat sich sehr dafür interessiert. Und er hat Jaroszewski 30 Jahre lang verfolgt. Er nannte ihn den Patienten S. 15 Jahre nach der ersten Begegnung mit ihm sah er ihn wieder und fragte ihn, erinnern Sie sich an das erste Mal? Und gesagt, ja, natürlich. Da haben sie mir diese Listen gegeben und er hat gefragt, erinnern Sie sich an die Zahlenliste? Und Jaroszewski konnte die Liste aufsagen, genauso wie er es am ersten Tag konnte. Und Luria hatte die Liste, er konnte das bestätigen, dass Jaroszewski 15 Jahre später die Liste immer noch auswendig konnte. Dann hat er ihm Strophen aus der göttlichen Komödie von Dante vorgelegt. Und für einen Russen ist das sicher sehr schwer, sich zu merken. Aber er konnte das aufsagen mit der richtigen Intonation, völlig fehlerfrei und auch Jahre später. Dann hat ihm Luria diese Formel vorgelegt. Er konnte diese Formel wiederholen. 7 Jahre später hat er ihn gefragt, erinnern Sie sich an die Formel? Und er konnte sie aufschreiben. Und das ist überhaupt das Schwierigste. Ein Gedächtnistest, Mava, Nasa, Nava. Das ist besonders schwierig, wenn man bringt die Silben einfach durcheinander. Und er konnte das aufsagen, wiederum ohne Problem und auch noch mehrere Jahre danach. Das scheint ein Fall von Total Recall zu sein. Und Luria hat darüber ein Buch geschrieben und er sagt, ich habe einfach aufgegeben, die einfachste Aufgabe, die man einem Psychologen stellen kann, nämlich die Grenzen des Gedächtnisses festzustellen, konnte ich nicht lösen. Und dann, Luria hat nicht versucht, immer weiter die Grenzen dieses Gedächtnisses zu erforschen, hat viel eher gefragt, wie ist es denn, mit einem solchen Gedächtnis zu leben? Und er hat begonnen, sich für Jaroszewski selbst zu interessieren. Welche Probleme hatte der denn mit seinem Gedächtnis? Und es hat sich herausgestellt, Jaroszewski war besessen von seinem Talent. Er wollte das gar nicht. Er hatte das Gefühl, er wird verrückt. Er konnte sich nicht auf eines konzentrieren, denn da ist schon was anderes aufgetaucht. Und das ist ganz so wie bei Funes. Und Luria war deswegen so brillant, denn er hat eine Reihe von Schlüsselfragen gestellt. Er hat gefragt, können Sie sich diese Liste merken? Jaroszewski konnte sich natürlich die Liste merken, er konnte sie wiederholen, völlig problemlos.
Aber ihm ist gar nicht klar geworden, dass das aufeinanderfolgende Zeilen waren. Er hat sie einfach memoriert. Und dann hat er ihm eine Liste vorgelegt von Gegenständen, Sessel, Kaffee, Blume, Kamera, Wodka und so weiter. 100 Gegenstände, und Tscherischewski konnte das wiederholen. Von jeder Stelle in der Liste konnte er nach vorne und zurück das alles aufsagen. Und dann hat ihn Luria gefragt, von all diesen Gegenständen, was sind denn Flüssigkeiten? Die Flüssigkeiten waren Wasser, Kaffee und Wodka. Das ist ganz leicht, aber Tscherischewski konnte das nicht. Und Luria schreibt in seinem Buch, dass Tscherischewski ein gedrucktes Bild in seinem Kopf vor sich hatte, aber konnte dieses Bild nicht verarbeiten. Das ist ganz ähnlich wie das, was Borges gesagt hat, nämlich dass das Hirn von Funes wie ein Abfallkübel war. Als Borges diese Geschichte geschrieben hat, 1941, wusste er da was von Luria. Luria hat mit diesen Patienten in den 20er Jahren zu arbeiten begonnen. Ich glaube nicht, dass die beiden voneinander wussten. Luria hat Tscherischewski erst 1968 veröffentlicht. Zuvor war Tscherischewski in der westlichen Welt unbekannt. Vielleicht gab es Kollegen in Russland, die ihn kannten, aber Borges war kein Wissenschaftler. Er war in Argentinien, er war viel zu weit weg von Russland, er kann das nicht gewusst haben. Also die beiden haben, glaube ich, nichts voneinander gewusst, aber sie sind zur gleichen Schlussfolgerung gelangt. Borges aufgrund seiner Brillanz des Denkens und Luria dadurch, dass er einfach das Richtige gemacht hat beim Umgang mit diesen Patienten. Aber Borges wusste noch etwas anderes. Borges kannte diesen Mann sehr gut. Und Psychologen bezeichnen William James als den Großvater der Psychologie. 1890 hat er das Buch geschrieben, The Principles of Psychology. Und er war wirklich seiner Zeit weit voraus, um Jahrzehnte voraus, würde ich sagen. Und James sagt in seinem Buch, wenn wir uns an alles erinnern, sind wir fast immer genauso schlecht dran, wie wenn wir uns an nichts erinnern würden. Eine Voraussetzung für das Erinnern ist, dass wir vergessen können. Ohne eine Vielzahl von Bewusstseinszuständen vergessen zu können, könnten wir uns nicht erinnern. Nun, Borges war ein Schriftsteller, aber er kannte William James, denn Henry James, der Schriftsteller, war der Bruder von William James. Und der Vater von Borges war Psychologieprofessor. Also der Vater von Borges kannte William James, und Borges hat ihn durch seinen Vater kennengelernt. Und William James war auch ein Philosoph, und der Vater von Borges hat sich sehr für Philosophie interessiert. Also das war nicht unbedingt neu für ihn, aber trotzdem nimmt das nichts von seiner Brillanz und von seinem Verdienst weg. Also es hat einen Nutzen zu vergessen. Sehen wir uns die andere Seite an. Wir wollen natürlich nicht alles uns merken, aber gewisse Dinge doch. Wir wollen auch nicht alles vergessen. Es gibt immer ein Gleichgewicht zwischen Erinnern und Vergessen. Man sieht, was passiert, wenn man ein erstaunliches Gedächtnis hat, Total Recall, aber wenn das Gedächtnis versagt, was passiert dann? Hier der bekannteste Patient in der Geschichte der Wissenschaft, Patient H.M., der vor 5 Jahren gestorben ist. Seitdem kennen wir auch seinen Namen und sein Bild. Er war Henry Gustav Molaison und er litt an Epilepsie, ein sehr schwerer Fall von Epilepsie, konnte medikamentös nicht behandelt werden. Er konnte nicht arbeiten, er konnte überhaupt nichts tun, begab sich zu
William Scoville, einem Chirurgen. Und damals in den 1950er Jahren hat William Scoville vorgeschlagen, eine neue Art des chirurgischen Eingriffes zu wagen, den Hippocampus zu entfernen. Vom Hippocampus haben wir ja schon schöne Bilder gesehen. Im Wesentlichen gibt es auf der linken und auf der rechten Seite jeweils einen Hippocampus in der inneren Struktur des Gehirns. Man dachte damals nicht, dass der Hippocampus wirklich eine relevante Funktion haben würde. Und er hat vorgeschlagen, diesen chirurgisch zu entfernen, denn der arme Mensch konnte einfach so nicht weiterleben. Also, er war 27 Jahre alt, er unterzog sich dem chirurgischen Eingriff, der Hippocampus wurde entfernt, der Patient kam wieder zu Bewusstsein, er erkannte die Menschen, er konnte die typischen Tests bestehen, er wusste, wer er war, er erkannte seine Eltern. Aber dann kam ein neuer Arzt zu ihm, machte ein paar Tests von ihm. Dann kam der neue Arzt 5 Minuten später wieder und er erkannte ihn nicht. Er hatte keine Ahnung, wer das war. Da gab es also ein großes Defizit. Molaison konnte sich nichts Neues mehr merken. Er hatte zwar die Erinnerungen aus der Vergangenheit, aber neue Dinge konnte er sich nicht merken. Man kann Hunderte von Seiten über ihn lesen oder man kann den Film über ihn sehen, Memento, ein Film über einen Menschen, der Fotos von Menschen anfertigt und sich Notizen macht, einfach weil er weiß, dass er sich nicht an sie erinnern können wird. Also was ist es? Was bedeutet es, kein Gedächtnis zu haben? Meine Frau hat mich gezwungen, Ihnen Nemo zu zeigen. Ich habe gesagt, da habe ich nicht Zeit dafür, aber sie hat gesagt, nein, Nemo musst du Ihnen zeigen. Sie kennen sicher Nemo. Finding Nemo. Marvin und sein Sohn Nemo. Nemo verschwindet und dann trifft er Dory, den blauen Fisch. Und Nemo sucht verzweifelt nach seinem Sohn. No, no, they took him away. I have to find the boat. A boat? Hey, I've seen a boat. You have? Uh-huh, and it passed by not too long ago. A white one? Hi, I'm Dory. Where? Which way? It went, this way. It went this way. Follow me. Thank you. Thank you. Thank you so much. No problem. You quit it? What? I'm trying to swim here. What, the ocean isn't big enough for you or something like that? Huh? You got a problem, buddy? Huh? Huh? Do you? Do you? Do you? You want a piece of me? Yeah, yeah. Ooh, I'm scared now. What? Wait a minute. Stop following me, okay? What are you talking about? You're showing me which way the boat went. A boat? Hey, I've seen a boat. It passed by not too long ago. It went, this way. It went this way. Follow me. Wait a minute. Wait a minute. What is going on? You already told me which way the boat was going. I did? Oh, no. If this is some kind of practical joke, it's not funny. And I know funny. I'm a clownfish. No, it's not. I know it's not. I'm so sorry. See, I suffer from short-term memory loss. Short-term memory loss. I don't believe this. No, it's true. I forget things almost instantly. It runs in my family. Well, I mean, at least I think it does. Where are they? Can I help you? Something's wrong with you. Really. You're wasting my time. I have to find my son. Okay. So basically, I mean. Also, Molaison konnte sich nichts Neues mehr merken und hatte ein ähnliches Problem wie der nette Fischstory. Dieser chirurgische Eingriff, der in den 50er Jahren gemacht wurde, ist mittlerweile in vielen Zentren auf der Welt gemacht worden und die Erfolgsrate liegt bei mehr als 75%. Aber niemand wird jemals 2 Hippocampi entfernen. Einen, ja,
dann übernimmt der Zweite, wenn er gesund ist, die Funktion des Ersten. Durch die Entfernung des Hippocampus wird der Patient von der Epilepsie geheilt und er hat noch immer einen Hippocampus, der die Funktion dessen übernimmt, der entnommen wurde. Und der war ohnehin krank. Davon ging die Epilepsie aus. Ein Team von Neurowissenschaftlern entscheidet vor einem solchen chirurgischen Eingriff, welche Region sie entfernen müssen. Manchmal geht die Epilepsie gar nicht vom Hippocampus aus. Sie implantieren Elektroden im Gehirn. Das klingt brutal, aber es soll ja ein Teil des Gehirns entnommen werden. Bei einem Patienten, der der medikamentös nicht behandelt werden kann, der eine sehr, sehr schlechte Lebensqualität hat. Also da ist es durchaus richtig, diesen chirurgischen Eingriff vorzunehmen. Also aus rein klinischen Gründen werden diese Elektroden implantiert, um herauszufinden, wo die Anfälle ihren Ursprung nehmen. Für Wissenschaftler gibt dies die Gelegenheit, das Gehirn von innen zu untersuchen und festzustellen, wie die Neuronen auf Verschiedenes reagieren. Betrachten von Bildern zum Beispiel. Das Experiment ist ganz einfach. Ich gehe zum Patienten mit meinem Laptop und ich zeige ihm Bilder und ich schaue mir an, welche Neuronen feuern beim Betrachten der verschiedenen Bilder. Das sind Aufzeichnungen im Hippocampus. Das ist das Jennifer Ariston-Neuron. Sieht nicht sehr ernsthaft aus, aber trotzdem. Also, was ist das? Das ist das Neuron, das gefeuert hat, als ihm das Bild von Jennifer Ariston gezeigt wurde. Sie können ihm viele andere Dinge zeigen. Das Neuron feuert nicht, aber Jennifer Ariston und schon feuert das Neuron. Vergessen Sie jetzt einmal, dass das nicht sehr ernsthaft klingt, aber schauen Sie sich das genauer an. Vier völlig unterschiedliche Bilder. Man könnte es auch mit sieben Bildern versuchen. Die Neuronen feuern auf die gleiche Art und Weise, ob sie im Profil von vorne vor schwarzem Hintergrund in Schwarz und Weiß gezeigt wird. Das Neuron feuert immer. Und das war für uns recht überraschend, denn in der Neurowissenschaft, da wissen wir ja, dass die Neuronen feuern, je nach Farbe, Ausrichtung und so weiter. Aber zum ersten Mal konnten wir feststellen, dass bei einem Bild von einer und derselben Person in verschiedensten Ansichten das Neuron gefeuert hat. Wir machen hier ein Experiment mit Menschen und wir haben festgestellt, dass das Gleiche passiert, wenn man nur den Namen aufschreibt. Halle Berry. Als Catwoman. Und die Neuronen feuern hier. Ja, steht hier noch. Wenn dieses Bild zu sehen ist. Und rechts unten nur der Name, Halle Berry, das reicht. Wann immer dieser Name gezeigt wird, das Bild ist gar nicht vorhanden, feuert das Neuron. Also es geht ums Konzept. Das ist jetzt mein Neuron. Ich habe ein Experiment mit einem Patienten gemacht in Kalifornien. Ich ging zum Patienten und es hat sich herausgestellt, dass sein Neuron, das Feuern des Neurons
durch mein Bild ausgelöst wird, sogar durch den Schriftzug des Namens. Oder in diesem Fall war es der Computer, der den Namen Rodrigo ausgesprochen hat. Cameron Diaz, nichts ist passiert, nur bei Rodrigo. Also das Neuron feuert bei unterschiedlichen Bildern Klängen, die dem Konzept entsprechen. Und der Patient hatte mich gar nicht gekannt vorher. Ich habe den Patienten vorher nie gesehen, nachdem ich die, also diese, sehr schnell entsteht diese konzeptuelle Darstellung, diese Repräsentation. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ein paar Minuten noch. Jetzt zeige ich Ihnen meinen Lieblingsfilm von Wim Wenders, Until the End of the World. Diese Frau, die mit dieser komischen Maschine auf dem Kopf montiert herumgeht, denn es gibt einen Wissenschaftler in Australien, der versucht, Hirnsignale in das Hirn seiner Frau zu implantieren, damit seine Frau, die blind ist, sehen kann. Und es gelingt ihm. Und hier werden jetzt Eltern, Familienmitglieder gefilmt, damit die Frau das dann sehen kann. Aber dann wird Max von Sydow klar, dass er durch externe Stimulierung den Prozess umkehren kann und die natürlichen Bilder aus dem Gehirn interpretieren kann. Also das dauert nur 2 Minuten. He's trying to record his own dreams. The technology is the same. He takes his brain signals and turns them into pictures on the screen. That doesn't look very promising. We'll see. At first, only Dr. Farber could see the promise of his experiments. He and Carl worked around the clock. But the fruit of their labor seemed to be nothing more than a chaotic rhythm of digital noise, colors, and lights. But eventually, shapes began to emerge. Transformed into a symphony of colors and shapes. Biochemical images. If I were Sam, this would make me feel like honey. Music of the spheres. This is so beautiful. Beautiful. Wallpaper is beautiful. You're now looking at the human soul. Okay. So, how this links to my research. So wie hängt das alles mit meiner Forschung zusammen? Wenn Sie die Neuronen sehen, wenn Sie Aufzeichnungen machen, ist das Signal so stark, dass ich brauche nur das Neuron zu sehen und ich kann Ihnen sagen, wen der Patient gerade sieht, Halle Berry oder mich. Aber nicht nur das, ich kann Ihnen auch sagen, was der Patient denkt. Und wenn der Patient an Jennifer Aniston denkt, dann feuert das Neuron. Wir können mittels mathematischer Algorithmen feststellen, woran der Patient denkt. Und auch dafür gibt es jede Menge klinische Applikationen für Patienten mit Locked-in-Syndrom zum Beispiel. Also ich habe Ihnen erzählt, was Borges, Cherechewski, Patient HM erlebt haben. Ich habe von den Neuronen gesprochen. Aber ich will sie nicht abschließen mit dem Jennifer Aniston-Neuron oder dem Halle Berry-Neuron.
Der Schlüsselgedanke kommt vom Patienten HM. Er hatte keinen Hippocampus, hatte Erinnerungen an die Vergangenheit. Er konnte Dinge erkennen. Er hat Menschen erkannt, aber er konnte sich nichts Neues merken. Wenn die Neuronen im Hippocampus sind, dann ist meine Hypothese, und wir versuchen das experimentell zu beweisen, dass diese Neuronen zu tun haben mit dem Entstehen neuer Erinnerungen. Diese Dinge werden nicht im Detail gespeichert, nur Konzepte. Schnitzel, das Kaffeehaus, die Details sind es nicht. Das sind die Bausteine des Gedächtnisses, des Erinnerns. Und diese fügen sich zusammen zu einer neuen Erinnerung. Lassen Sie mich abschließen mit Borges. In Funes el Memorioso beschreibt er, was es bedeutet, nichts vergessen zu können. Und er sagt hier über Funes, für ihn war es nicht nur schwierig, den Begriff Hund zu verstehen, denn es gibt ja Hunde so vieler Größen und Arten. Er war der Meinung, dass ein Hund, den er im Profil sieht, die den gleichen Namen haben musste wie ein Hund, den er eine Viertelstunde später von vorne sieht. Also die Abstraktionsfähigkeit hat ihm völlig gefehlt. Er konnte sich nur die unmittelbaren und unzähligen Details merken.